Bin fertig. 3, 2, 1. Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Kiefhäuser als Forstprojekt zusammen mit dem Money. Nehmen Money. Ne, klar. Und dem Günther. Ja, moin, moin, Günni. Money. Bin ich auf deinen Platz gerutscht, vorgeschlittert im Bauwagen. Läufst du immer hier lang? Naja, weil hier schon so ein Vollidiot auf seine Dreckstiefel jetzt mal hier reinstellt, der ganze Schlamm hier drin ist. Und beim Vorlaufen bin ich hier ausgerutscht und zack, saß ich auf deinem Platz. Musst du mal vorstellen, Günther, wie das von außen ausgesehen haben muss. Ja. Ich hab's ja nicht gesehen, ich kann ja nur von innen gucken. So, was wollte ich denn sagen? Wo gehst du denn hin, Günther? Ich will hier noch die Bäume sägen, du. Günther, jetzt der große Tag. Welcher große Tag denn? Naja, der Beneder holt sein Zeug ab. Oh je. So, na warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz ins Auftragsbuch gucken. Mann, nee, das war der andere. Nee, das war. Ach ja, Beneder, genau. Da, so. Was hat man? 10 Paletten Pellets und eine Musterpalette Pressplatten, gell? Ja, gell? So, ja, wie ja, gell? Ja, gell? Ja, Jacke? Jacke? Ist Jacke, also, Jacke mit heute? Es ist ganz schön warm, brauchst keine Jacke heute. Ey, ich hab Schal an. Ist arschkalt. Aber du kannst mal auf die Jacke kriegen, Günther, wenn du willst. Ach, da bin ich doch, da ist er schon. Guck mal, Günther, ja. Nimm mal den Helm kurz runter, da hörst du was. Boah, ja. So, wo ist er denn? Benito! Hallo, Herr Benito! Manfred! Guten Tag, Schütteln. So? Euch, ja, euch jeder Tod! Ich hab so eine ganz. Ich hatte so einen ganz komischen Traum in letzter Zeit immer von nackige Weiber und viel Holz und Wälder und so. Ja, ich weiß auch nicht, was ist denn hier los? Was ist hier? Was liegt hier auf der Straße? Ja. Habt ihr schon was? Arbeitssicherheit oder so gehört? Sie haben mir gerade ein bisschen auf den Krachen gespuckt, Herr Beneder. Ja. Können Sie das mal wegwischen, bitte? Moment, hier. Ja, danke jetzt. So. Ja, weg. Ich muss kotzen. Ja, was habt ihr hier gemacht? Sorry, ich hab ihren Reifen voll gekotzt. So, na guck mal, wir bauen an. Wir brauchen ja, ist ja wahr, was kommt denn da hin? Na, unsere Firma, wir wollen unsere Firma vergrößern. Vergrößern nochmal. Na klar, kriegst hallo. Kriegst du endlich mal ein vernünftiges Büro als der komische Kackbauware da hinten? Ja. Ne, unser Bauwagen bleibt, Beneder. Da sagst du nichts drüber, unser Bauwagen bleibt. Ich sehe gerade, meine Van, der steht ja auch noch da. Ja, jo, da wollte ich mal fragen, was mit dem Ding ist. Ey, gelbe Felgenguff, doch, gehen wir jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss den mal abholen lassen, der ist ja nicht mehr fahrtüchtig, ne? Der Kevin liegt immer noch im Krankenhaus. Na, ach, Kevin, geht's ihm nicht gut? Nee, ja, der ist doch da vor dem Bauwagen gebrettert. Hast du das schon vergessen wieder? Ich hab gedacht, hab ich geträumt. Ist der echt voll davor gebrettert? Ja, der ist doch da voll davor gebrettert. Hat der eine vierfache Kieferbruch? Ach du Scheiße. Ja, gut, da sind jetzt 5 draus geworden, weil ich hab dem noch mal eine geklatscht. Ach Quatsch, hast du richtig einen eingehauen? Ja, da musste ich noch mal einen reinhauen. Da kann ja nicht sein, dass der mitten vor der Bauwagen fährt. Denk mal, seitdem hab ich immer so Albträume. Ach Quatsch. Na, ich auch. Aber der Günther hat auch mal davon berichtet, dass mit Albträumen. Das ist wohl hier ihr neuer. Ach ne, guck mal, ey, Günther, hä? Ich komm mal. Der feine Herr, was er sich leistet hier. Oh, guck mal, das ist der neue Brötchen. Ja, ich muss ja einiges abholen jetzt, ne? Ein Tatra. Da hab ich mir gedacht, kommst du mit dem Großen direkt. Na, pass mal auf, aber hier hinten der Brötchenauflieger, na, guck mal. Ey, was das denn schick ist. Boah, ey, so einen hätten wir auch gerne in der Firma, Herr Beneder. So einen hätten wir auch gerne. Oh, ja, guck mal hinten mit dem. Kann man ja mal drüber reden, ne? Über eine Investition oder so. Dann müssen wir mal. Müssen wir mal gucken, das muss ich erstmal das Zeug abholen. Guck mal, weil der Sasserad. Wie Spannkorte der hat. Der Sasserad hängt mir schon im Kreuz, ne? Der Innenausbau. Naja, aber Beneder, lange Rede ohne Sinn. Jetzt müssen wir erstmal hier hinten. Wir haben Ihre Folgendes. Kommen Sie mal mit. Fahren Sie mal rein in die Firma. Ja, mach das Balken. Gedöns mal weg da. Da kann ich da drüber fahren. Ist ein Tatra, hau ein Allrad rein in die TÜV sperren und dann rollst du mal langsam drüber. Hast du ein bisschen Sandermuschi heute oder was? Da vorne steht ja auch ein Schild. Vorsicht, Wald dabei. Ja. Schön langsam, zack, Achse gebrochen. Zack, zack, einmal frei. Sehr gut. Nicht so schnell kann doch keiner laufen. Herr Beneta, Sie haben den Blinker an links. Ja, ich fahre auch jetzt nach links. Rechts. So, Herr Beneta, sehr schön. So. Guck mal, wie gut er an unsere Firma passt. So. Ey, das ist ja gar kein Blinker, das ist eine Warnleuchte. Oh. Aber solche Sachen, Günther, bei uns sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld hier. Mensch, wir müssen mal ein bisschen kann man erst der Motor aus, da kann man die Rundumleuchte mal ausmachen. Das ist eine Firma, wo gearbeitet wird, das muss so aussehen. Wenn das nicht so aussieht, dann arbeitet man noch nicht. So, Jungs, was habt ihr denn parat gemacht? Ja.
deine was Ballette. Ach, das sieht ja wunderbar aus. Guck mal, das sind deine Ballettes. Das sind deine ganzen Ballettes. Ballettes. Die Ballettes, ja, das ist ja wunderbar. Und steht, ja, und unten ja, steht, und die Probepalette. Super. Jawohl, vom Pfeiffer. Guck mal, wie schön wir die eingewickelt haben. Also, ja, vom sehr gemacht, schön. Aber aus dem Raum, oder? Das sieht gut aus. Kannst du mal im Regen rausstellen lassen, passiert nicht. Ausgenommen sein. Ja. Ja, die wird direkt verarbeitet, weil das Regen geprüft. Der Vorteil ist ja, der Kevin ist jetzt im Krankenhaus, der kann uns nicht stören, ne? Da kann man in Ruhe das Probehaus machen. Der arme Kerl, ey. Geht's ihm wirklich gut? Ja, der kann noch nicht sprechen, aber sonst geht er wieder. Ja, Günther. Karre hier von ihm, was ist denn damit? Ja, die müssen wir. Keine Ahnung, könnte wir die mit auf das LKW legen? Der war nicht so nichts mehr wert. Komm, ja, du brauchst die Karre. Guck mal, da Kevin, der ist da voll gegen den Bauern. Ja, dann müssen wir eigentlich, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, der Kevin schuldet uns noch einen Bauern. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Alles kaputt, wir müssen. Pass auf, dann nehmt euch den Waren, verkauft den, was er dafür noch kriegt. Das reicht dann für die Reparatur, für den Bauwagen. Ja, viel wird es nicht werden, gell, sag ich mal. Aber das ist natürlich ein sehr großzügiges Angebot, habe ich nicht da. Ja, ich kann damit nichts anfangen, ich habe mir jetzt einen neuen gekauft. Ach so, naja, der feine Herr, gell. Wir sollten mal über unsere Preise verhandeln, habe ich das Gefühl. Ja, hast du dich einen neuen geholt oder habe ich da richtig gehört? Ich musste die Lisbeth, die wollte was Neues. Die wollte nicht immer mit so einem Pritschenwagen fahren, ne? Und was hast du geholt, Benita? Ah, ich hab da jetzt so eine Kombi geholt. Eine Kombi? Ja. Du willst mir nochmal nachlegen, oder was? Ja, damit man hinterher auch nochmal was reinkriegt, ne? Wenn der Lisbeth einkaufen geht, dann ist immer alles so voll. Ja, jetzt, dass wir da hinten mal was reinkriegt, auch schon wieder anders verstanden. Genau. Ich auch. Ich dachte, jetzt geht's hier los. Jetzt kommen die versauten Geschichten, du. Das ist ein Ding. Herr Benita. Bitte, Günther, wo bist du? Da. Hier. Haben Sie noch Zeit? Wie? Ey, bin ich da? Natürlich hab ich Zeit. Ja, klar, ich bin doch hier. Du musst doch mal Zeug mal haben. Dann lass den Mann hier mal die Paletten aufladen. Leg in den Bauwagen ein paar blonde Kippen. Ne? Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, das also eins kann ich nehmen, weil du weißt ja, ne, wenn ich wieder mit der LKW fahre. Ich hab zwar das. Wieder, dann, nicht, dass du wieder im Boden warst, Junge. Ja, genau. Ne, nicht, dass ich schon wieder im Boden lande. Ja. Ich quatsch nicht so viel hier. Bist du mal, lass dich einfach wieder raus. Ja, komm, dann mach mal auf jetzt hier. Stuhle hier von mir, kriegst auch noch. Machen wir Pause. Ja, wunderbar. So. Ja, schöne Käsebrot. So. Ja, bloß bei Manfred, beim Günther, musst du dazu sagen, ist ja der Käse dicker wie das Brot. Ja, das ist gut so. Das muss richtig käsig sein. Und Wurst. Das ist quasi ja, eine halbe Hahn. Kennst du das? Ja. Eine halbe Hahn ist in leckere, Köln ein Käsebrötchen. Leckere Bierwurst ist hier drauf mit Käse. So. Also wissen Sie, was bei uns ein halber Hahn ist? Was ist denn ein halber Hahn? Ein halber Hahn. Ja, aber in Köln, wenn du eine halbe Hahn in Köln bestellst, kriegst du ein Brötchen mit Käse drauf. Ey, Günther. Ja, Manni. Ich kotze das an. Was denn? Ja, was denn? Dass ich immer alles alleine machen muss mit dieser Scheiße. Und im Garten haben wir die Tür schon wieder verklemmt. Jetzt trink mal aus und dann hilfst du mal. Ja, doch schnell auf Ex hier. Komm, ich bei der Pan. Ich komme. Günther, ey. Du mit deinem fetten Arsch hast im Gabelstapler wieder die Tür verklemmt, ja. Das hab ich ja letztens schon gesagt. Mann, ey, kotzt mich an. War doch Scheiße. Hat das Ding hier nicht diese modernen Magneten? Der Benet hat doch bestimmt die Magneten eingebaut, so. Ach du mit deinem scheiß Magneten, ey. Komm. So, guck dir das an, wie ich's mach, Junge. Ich guck. So. Guck mal, guck doch mal rein im LKW, ob er einen Magnet dran hat oder nicht. Ja, was ist denn da? So, Herr Benet, stell ihn das mal hier ein bisschen vorne auf die Front, auf die Dings hier, auf die Zwergsen hier, dass das so verteilt ist. Ja, stell das mal drauf. Was machst denn du, Alter? Nimm den Günther die Hose weg, das kann nicht wahr sein. Doch, das sieht gut aus. Der ist schon wieder. Hör doch auf, wenn wir die Spannkarte dran zu machen. Junge, steig aus und zieh die Einzelnen an. Mann, wie es gehört, ey. Hast du schon was von Arbeit gehört? Kann man eigentlich das sehen? Mann. Nur Urlaub, ey. Oh, ich mach das mal selber. Hallo, oh, was ist denn jetzt hier los? Ich bin eingestiegen. Aber Günther. Doch. Was denn? Was hältst du davon, wenn du dir mal den Frontlader schnappst und vielleicht auch mal hier eine Ballette mit drauf haust? Und wenn dir noch mundfusselig gewesen ist, wenn die Schuhe abläufst. Da ist eine schöne Zange vorne dran, hab ich extra gemacht für dich. Kannst du mal schön aufladen.
Ich hab mit meinem Therapeuten gesprochen. Ich soll mich von dir nicht immer so umkommandieren lassen. Dein Therapeuten kannst du immer bei dir da gehen, mal geschossen, Junge. Doch, Zange. Was ist denn das? Das ist doch hier der Michael aus dem Dings unten, oder? Oder warst du wieder beim, oder warst du wieder beim Hector, Pascal? Ja. Wir haben doch hier den Kneipenpsychologen immer bei uns sitzen. Ey, und Günther? Ja, was denn? Stell die Dinger ordentlich drauf. Ich sag's nur gleich vorneweg. Bin sau empfindlich, was das betrifft. Du weißt, Ordnung ist bei mir sehr, sehr groß geschrieben. Auf dem Hof. Und ich hab sowieso schlechte Laune, Günther. Weißt du warum? Warum? Weil mein scheiß Schlafzimmer im Dachgeschoss ist, du Sprallo. Hast du mal rausgeglotzt aufs Thermometer? Ja, das ist richtig schön lecker warm, ne? Boah, Städtchen weg. Boah, wenn ich das sehe, ich sehe das schon kommen. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Stell die Scheiße. Boah, mach. Stell's drauf, komm. Günther! Manni, was denn? Das ist Günther, mach sachte, wenige Zentimeter. Wenige Zentimeter nur. Ja. Das passt. Ja, pass auf, ich zieh's gleich an hier von so einem. Hier, Charles Sphinx. Ja, vorne hat er gar keinen Spangler. Darum mal, ich drück immer den Fall. Ich fall immer weg, wenn ich den Spangler anziehen will. Was ist denn da los? So. Beneder, Mensch, was hast du denn noch vor mit den ganzen Pellets hier? Da kannst du doch eine ganze Grundschule heizen. Ja, das ist doch die Isolierung für zwischen die Balken. Ach so, da haben die Pellets. Hast du das schon wieder? Ja, dann versuche ich jetzt mal mit Pellets. Das versuchst du mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir die Hackschnitzer nehmen. Ne? Ach, wenn es nicht funktioniert, nimmst du wieder Hackschnitzer. Na, Hackschnitzer sind wenigstens aber die alte bewährte Methode, ne? Ja, das müssen wir jetzt testen, ne? Also jedes Haus kriegt schon mal eine Palette zum Beheizen und das, was überbleibt, da müssen wir mal... Ja. Bist ja nicht auf der... Ja, was? Bin ich Entschuldigung, ich will es nicht unterbrechen. Ja, jedes Haus kriegt eine Palette zum Beheizen und dann der Rest, den haue ich da in die Isolierung. Ach so, okay, interessant. Wie viel, was bauen Sie da eigentlich von der Anlage? Sind das viele Häuser oder ist das? Ja, das ist... Günther, meine Fresse. Das sind 17 Einfamilienhäuser im kanadischen Holzbaustil. Ach Quatsch, im... Ach, ihr mit den... Ja, mit den Holzstammbalkendecken und so. Mit den runden Hölzern hier als... Ja, genau. Das gefällt mir. Rundholzbalkendecken, das sieht wunderbar aus. Ne? Und das machen wir ja das Probehaus mit die Platten hier, ne? Ja, also hier weil ist dieser Gipsmensch, oder? Ja, weil der Gipsmensch, der ist ja gekündigt worden von dem Architekten. Ach Quatsch, und Gipsmann hat rausgehauen? Ja, hab ich doch erzählt letztes Mal. Ne? Und dann habe ich dem Sasserat angeboten, wir machen mal so ein Probehaus mit dem Holz. Ja. Ja, und wenn das klappt, dann brauchen wir noch eine Palette. Ne? Kann ich euch sagen. Da kommt er richtig an das Schaffen hier. Ehrlich jetzt, von den Brechplatten oder was? Ja, also wenn das klappt. Da sind wir gut dran also, mit dem Fischer und mit dem Henry. Das gibt einiges hier da. Ja. Komm mal, hier mit einer Ladung LKW nicht aus. Ach Quatsch. Oh. Hast du es gehört, Günther? Ich hab's schon gehört, ich freu mich gerade. Ich sehe schon die Dollarscheine, die man hier schwimmen. Hör mal. Günther. Ey, haben wir überhaupt nicht hier, was die Platten und die Pellets kosten sollen? Weißt du noch, was wir gesagt haben? Ich habe keine Ahnung. Mach das, was du denkst und mach das Doppelte raus. Das was ich denke mal der zwei. Scheiße. Wisst ihr mal, was man gesagt hat? Naja. Beneder, wir sind gleich fertig, gell? Ja, schon Palette 7 übrigens. Ja, sieht Beneder, super aus. Schlepper mit Frontlader gefahren, mal testen oder was? Vor allem, Herr Beneder, ist Ihnen unser schöner Hochstapler schon aufgefallen, unser neuer? Ja, das ist ein wunderbares Teil. Vielleicht kann ich ja mal gleich eine Palette selbst versuchen aufzuladen. Können Sie machen, Herr Beneder, warten Sie. Wo ist denn hin, die eine? Und Sie können, wir haben nämlich, weil wir Herr Beneder auf gute Partnerschaft, gell, haben wir Ihnen eine kleine Extra-Palette gemacht. Ja, das sieht super aus, ne? Das ist bestimmt das die hier vorne. Das hättest du dir aber ruhig voll machen können. Ja, wir hatten nichts mehr übrig. Ja,
Schleder. Aber nicht auch. Na, wir hätten so jemand anders verkaufen können, da haben wir gedacht, nein, schenken wir ihn. Das ist eine wundervolle Geste. Ich werde für euch um Drum beten am Sonntag. Das ist so schön. Ja, gucken Sie, ja. Ja, ich hab gehört, die haben Hausverbot in Kirche im Dom. Ich hab kein Hausverbot. Ich bin ein kölsche Urgestein. Oh, Hausverbot. Ja, bin wirklich, so. Sind wirklich ein Urgestein. Dann lass mich auch mal ein paar... Achso, da willst du das noch ranschieben. Ja, ein bisschen, ja. Ja, na komm her. Ja, hockst mal rein. So. Warte, hockst mal rein. Fahren wir noch nicht los. So, warte. Ich erklär's dir mal eben. Ich bin ja am Fenster gleich. Mach doch mal die scheiß Scheibe auf, Junge. Oh. So, pass auf. Der rechte Hebel, gell, siehst du, drei Hebel. Der eine machst du vorne die Gabel vor und zurück. Den anderen hoch und runter. Der eine Hebel kannst du vorwärts und rückwärts gangen. So, und jetzt have fun, Junge. So, Moment. Jetzt muss ich drücken. Ah, da kann ich. Ah. Kann ich das auseinander machen? Oh, jetzt verstellt er die Gabel. Und dann kann ich das so machen. Ah, da kann ich das. Ah, da kann ich das hoch und runter machen. Da kann ich das vor und zurück. Ja. Genau, und jetzt wird's doch ein Haus mit den Tasten langsam. So. Was ist denn los? Anni, ich komme hier nicht rein, du. Oh. So, gucken wir mal. Warte, jetzt muss ich ein bisschen hochfahren. Wenn du meine Kamera umschaltest, hast du direkt vorne am... Das war ein bisschen zu tief. Muss, glaube ich, ein bisschen höher. Und ein bisschen nach vorne. Kann ja mal hier ein bisschen festhalten, die Ballette. Wieso fährt der nicht mehr nach vorne? Der fährt nicht mehr. Ah, jetzt. So, ne, kippe mal ein bisschen an. So ein bisschen vorziehen am besten erstmal und nochmal nachkrapschen. So, so tun jetzt müssen wir nochmal ein bisschen nachfummeln. Also die war. Also vorne kippen. Vorne kippen. Vorne. Naja, das, weißt du, was vorne kippen ist? Ja, ich erkenne das doch, das Gerät nicht hier. So, warte, ich mach das jetzt anders. Ja. Ich mach das jetzt so. Und dann muss das gehen. Bitte. Günther? Geht nicht los hier. Günther? Buddy. Was machst du denn da? Oh. Dann latscht der da drauf. Ey, können wir froh sein, dass wir eine neue Spezialfolie haben, so, wo die Säcke nicht reißen, ey. So, und jetzt setzt du das so schön. Dann müssen wir das so. Warte, ich komm noch ein bisschen gerade. Ja, das so, macht sehr gut, Herr Beneder. Jetzt da drunter. Runter. Noch ein bisschen runter, vor, Herr Beneder. Runter, und absetzen. Ganz absetzen. Das geht zurück. Und wunderbar, Leute. Ich kann ja quasi hier anfangen. Angestellt werden. So. Angestellt. Ja, Herr Beneder, dann würde ich sagen. Das ist wunderbar. Dann machen wir doch den ganzen Krach aus, der hier mal in der Bauwaren. Genau, da musst du spannend die Rechnung ausfüllen, ne? Aber hallo. Mal hier den Scheinchen, du. Die Scheinchen. So, ich habe der Sparkassen ab wieder auf. Ne? Sind bei der Sparkasse? Ja. Kölsche Stadtsparkasse. Komm, es gibt Kohle. So, Moment. Komm. War der falsche Stuhl. Eieiei. So, nee. Ja. Ah! Wir müssen mal ganz kurz überlegen, Herr Beneder. Wir haben 10 Balletten. Oh, lass mich überlegen. 10 Balletten. Dann haben wir. Wir haben die 10 Balletten und wir haben eine Presspalette. Für die Presspalette, da kann ich mich noch dran erinnern. Da haben wir 7,5 gesagt. Für die erste, wenn es ein bisschen mehr dann wird, dann wird es auch billiger. Genau, das haben wir jetzt auch. Aber die Hackschnitzel, oh, ey, ich glaube, das sind ja die. Oh, Herr Beneder, warten Sie. Lassen Sie mich überlegen. Ich muss auch mal schnell noch im Katalog in der EK gucken. So, warten Sie mal hier. Ich hab. Da lacht die Palette, ich glaube bei 5000. Da scheint es ein bisschen teuer, aber ich. Nee, 5000. Herr Beneder. Das hört sich eigentlich an wie das letzte Mal, ne? Richtig. Und das heißt, wir sind bei 57.500. Ja, gut. Also 57.500. Warte, ich muss ins Drücken hier. Was ist denn der Puck? So, Puck. 3, 3, 9, 5, 33. So, 57, 500 waren das. Und eine 500er. Ja, so 57.500. Du weißt, die Flocken und quatsch da nicht so rum, du. So.
Pass auf, ja? Dann machen wir 58.000. Glatt. Acht. Glatt. Glatte so. Sachen sind immer gut. So, abschicken. So, warte, jetzt muss ich noch warten auf die Bestätigung. So, da ist die Bestätigungsmail. Autorisieren. Ja. So. Ja. Das müsste jetzt gewesen sein. Alles klar, schönen Tag noch. Nee, so. Herr Beneder. Und zum Abschluss jetzt in den Bauwagen. Ist ein Träumchen, Herr Beneder. Ja. Ist ein Träumchen, ist alles angekommen. Übrigens. Wunderbar, so muss das sein, der Bankverkehr. Oh, Günther, wir sind das erste Mal in der Firmengeschichte kurz vor der 100.000. Oh mein Gott. Ja, blöde. Ja, darauf ein Bierchen. Schmeiß aber sowas, ja, heute zische ich auch eins mit. Na gut, aber nicht ausglücklich. Ja, endlich kann ich weiterarbeiten. Gut. Und die Albträume weiter sind. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut bei den anderen zwei Bobos vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.